Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Miss Survival. So, wir waren hier in der Westernstadt unterwegs in der letzten Folge, aber der Inventar ist jetzt mehr oder weniger voll und es ist auch spät. Spät ist gut. 18 Uhr. Wir werden halt natürlich müde und müssen eine Runde schlafen und deswegen habe ich mir jetzt gerade so in der Aufnahmepause überlegt, dann fahren wir jetzt halt heim. Und da war es glatt. Glatteis oder wie? Weiß es nicht genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Karre gerade hinten ausgebrochen. So, hier müssen wir rein. Nicht, dass wir noch die Einfahrt hier verpassen. Lenkt sich aber auch irgendwie ziemlich bescheiden mit der Tastatur. So. Nee. Gut. Sehr gut. Da machen wir erstmal den Koffer leer. Achso. So. Was haben wir denn alles Schönes? Lebensmittel und Munition. So, machen wir das rein. Und dann könnten wir, warte mal. Hatte ich nicht irgendwo einen Schrank, wo so ein paar Klamotten schon drin waren? Der ist sowieso schon voll. Der ist auch voll. Der auch. Da ist auf jeden Fall schon mal Waschmittel drin. Mach mal die Schere noch da rein und die Hose. Und hier hatte ich, glaube ich, Streichhölzer drin, ne? So. Feuerzeug, Benzin habe ich auch irgendwo. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Wo sind denn die ganzen Salzstreuer? Da. Haben wir jetzt 24 Stück von. Ich kann dir nicht sagen, was wir mit den Salzstreuern machen werden. Da ist Feuerzeugbenzin. Aber dreimal darfst du raten, der Scheiß deckt nicht. Ne? Dann fliegt das jetzt hier rein. So. Das kann schon mal auf den Grill. Dann brauchen wir noch Anzünder und brauchen wir den da und den da. So. Zack. Not enough lighter fluid. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Echt jetzt? So, Gears, Leiter, Refill, Proceed. So, der ist jetzt leer oder was? 0 Liter, 0,2 Liter. Keine Ahnung, ob sich das nochmal irgendwie auffüllt. Nicht angegangen. Tja, hätte ich mal das scheiß Papier mitgenommen, ne? Hätte ich mal das Kackpapier mitgenommen. Haben wir natürlich nichts, ne? Doch, da. Ein Stück Papier. Haha. Nicht dein Ernst.
Na gut. Dann eben nicht. Heißt, wir essen das jetzt weg. Und trinken noch was. Das ist leer. Drink until enough. Hm. 0,01 Liter. Das ist auch leer. Mehr oder weniger leer. Braucht 4 Minuten, um eine Wasserflasche zu füllen. Ja, das ist auch nicht schlecht. So, dann geht's uns erstmal gut. Können wir die auch direkt wieder voll machen? Und dann hauen wir uns ins Bett. Ist ja schließlich schon 7:30. So. 10, 11 Stunden. Oh! Da ist einer ohne Licht gefahren. So, da wir keinen Tinder haben. Warte mal, wir nehmen uns mal gerade. Ich nehme mir mal eine Bandage. Ich nehme mir mal eine Machete. Nehmen wir mal die Jeans. Wo habe ich denn die Handschuhe hingeschmissen? Hier sind noch ein paar Stiefel. Habe ich die einfach so rausgeschmissen? Da liegt auch noch ein T-Shirt. Da sind Handschuhe und da ist noch eine Axt. Und ein Regenmantel. Und Bleistift. Der ist wieder da. Er ist gegen denselben Baum gefahren. Das darfst du auch keinem erzählen, ne? Der ist einfach gegen den gleichen Baum gefahren, wo er schon mal dagegen gefahren ist. Typ, ey. So, dann schauen wir mal, was der so zu handeln hat. Jo. Jo. Oh, ein Helm. Great, was hat er denn hier? Was ist das denn? Aha, was ist das? Weapons and Tools. So, warte mal. Das reicht ihm nicht. Das würde ihm reichen. Der will aber ganz schön viel. Warte mal. Ich gebe ihm mal die Machete noch. Ich gebe ihm mal eine Axt. Ja, das will er nicht. Ein Bleistift? Ne, will er auch nicht. Benzinkanister bekommt er nicht. Equipment. Boah, ist aber teuer, das Ding da, wa? Was ist das denn? Also, wenn der das alles... Wenn das Teil da so extrem teuer ist, dann frage ich mich, was das da ist. Und nicht mal eine Shotgun reicht ihm da.
Ich kann gar nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Ein Magazin oder ein Schalldämpfer oder was soll das sein? Na gut, dann nehme ich halt nur hier das Ding. Krieg da ein paar Stiefel. Und eine Machete. Vielleicht kann ich ja jetzt besser handeln. Kann das nicht handeln mit dem? Oh, ah, okay. Für eine Shotgun macht er das. Oder so. Mach das jetzt mal. So. So, good luck. So, was ist das hier denn? Ein DSG-Suppressor. Ist ein Schalldämpfer. Für eine DSG, was das auch immer ist. Equipment. So, und das hier? Full Restore. Aha. Okay. Ja, bleib ich lieber bei dem T-Shirt da. Ich bin hier kaum auffällig da mit meinem Ostfriesen-Nerz, den ich da anhabe. So, was haben wir denn noch im Auto? Nichts. Achso, die Haube ist ja kaputt. Okay, wir haben einen Schalldämpfer. Das ist doch schon mal gut. Schalldämpfer finde ich klasse. So, ist hier was nachgespawnt? Nur Benzin. Naja, was man hat, ne? Wie sieht's denn eigentlich in der Schmiede aus? Hey! Was? Wie? Nein. Achso, ja, er zeigt die Anzahl nicht an. Ah, jetzt. Okay, ist ein bisschen buggy. Die Anzeige. Aber wir haben... immerhin 19 Low Quality Metal Ingot. Okay. So, und hier an dem Schmied. Ah, Pfeilspitzen, Zahnräder, Combat Knife, Machete, eine Axt, eine Spitzhacke, Hammer, Sledgehammer. Aber da bräuchten wir Iron Ingot und eine Schaufel. Ah, okay. Hier kann man auch Shotgun-Munition machen. Da brauchen wir aber Brass und Eisen. Kaliber 45, 9mm. Ah ja. Das hier wäre vielleicht interessant. Eine Pickaxe. Den hier kriegen wir nicht hin, weil wir keinen Iron Ingot haben. Sondern wir haben nur Low Quality Metal Ingot. Aber, also ein Eisenbarren für eine Pfeilspitze ist halt auch heavy, ne? Aber das hier könnte man vielleicht mal machen. Das probieren wir mal aus. Eine Pickaxe. Und dann können wir mal schauen. Hier liegen ja noch Barren. Kann ich die nicht einsammeln? Dann können wir mal schauen, was wir mit der Iron Pickaxe so machen können. So. Pass auf. Gib mal noch ein paar Komponenten. Und habe ich nicht irgendwo noch Metal Scrap? Wahrscheinlich im Auto, ne? Der war leer. Da ist Scrap. Komponenten. Ach, da wäre auch eine Zigarette gewesen. So ein Shit. So. Ach, Bretter.
So. Dann bauen wir uns noch einen. Ich hoffe, wir bekommen noch einen hin. Fehlt uns einmal Metal Scrap für. Mist. Habe ich noch irgendwo was rumliegen hier? Hier irgendwo was liegen. Nope. Weil wir das alles eingeschmolzen haben, ne? Heißt, wir bekommen jetzt keinen Schrank mehr hin. Fehlt uns einmal Scrap-Metall. Ja, gut, dann ist es halt so. Dann machen wir mal die Komponenten hier rein. Metal Scrap. Das da. Und die Kanister, die würde ich nochmal mitnehmen. Also die Bretter machen wir hier rein. Das Feuerholz auch. Die können auch mal hier rein. Passen nicht mehr rein. Das ist toll. Dann nehmen wir mal die Dosen hier raus und das Wasser. Machen wir das mal so. Die Bandage hier mit rein. So, den Suppressor hier mit reingeschmissen. Hier machen wir mal die zwei Klamottendinger mit rein. Bleistifte. Da machen wir mal hier das Restore-Teil mit hin. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Der gute Zement. Komponenten. Dose. Da haben wir auch noch Dose. Da ist noch Dose. Und hier Manure. Keine Ahnung. Und das ist auch schon voll. Und das passt auch schon gar nicht mehr da rein. Ne? Das ist echt unfassbar. Droppen. Droppen. Dieses Spiel braucht dringendst irgendwie ein anderes Sortiersystem. Das hier ist echt nicht mehr feierlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sortieren soll. Ich habe gar kein Auto. Mann, oh Mann, oh Mann. Weil aber auch wirklich überhaupt nichts stackt, weißt du nicht, wie du irgendwo was, wo du irgendwas hinpacken sollst. Na, sonst noch irgendwo Nähsets. Haben wir noch ein Waschmittel?
Da sind Nähsets. So, da sind die schon mal weg. Die Batterien würden auch stacken. Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann sind wir die los. Himmel, Herrgott. Da passen noch zwei Komponenten rein. Ja, und der ganze Rest fliegt jetzt auf den Boden. Ich kann es nicht ändern, ne? Das versuche ich mal noch irgendwie in den Lebensmittelschrank zu bekommen. Und die Hölzer, die könnten eventuell noch hier reingehen. Der ist voll. Da haben wir aber noch Antibiotika. Die passen da rein. Ist dann so. Das ist dann eben so. Alles voll. So, jetzt pass auf. Jetzt gehe ich mal ganz kurz raus und hämmer mal mit dem Messer an den Baum. Da noch was liegen hier. So. Okay. Haben wir auf jeden Fall genügend Tinder. Können wir uns mal unser Fleisch grillen. Also Moment, warte, ich mach die Tür zu. Und ich könnte natürlich noch mal gucken. Warte mal, da liegt noch Stein. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Der ist auch leer. Wie sieht's hier aus? Batterie hat noch ein bisschen Saft. Motor hat noch. Benzin haben wir. Zündkerzen sind noch drin. Gut. Wir machen hier zu. Das gibt's nicht. Ey, sag mal. Das war doch sonst kein Problem. Wieso geht denn das nicht an? Und was ist der Accelerator? Was könnte man denn da reinmachen? Vielleicht Tierfett? Used in cooking pot to make low grade fuel. Da passt es auch nicht rein, okay. Na, jetzt ist es auch an. So. Den Tinder da rein. Painkiller. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo schon Painkiller hatten. Ja, ja, ich weiß. Ich muss an das Fleisch denken. Sag nix. Ich hatte irgendwo Medizin, aber wo? Ist egal. Die liegt bestimmt hier. Da liegt die bestimmt. So.
Gut. Prima. Medium. Na, perfekt. Ach, Kohle haben wir da unten auch jede Menge drin. Können wir die auch schon mal rausnehmen. So, jetzt muss er da nur noch fertig werden. Na komm. Na endlich. So, wir müssen sowieso was essen. Und dann können wir auch direkt was trinken. So, sehr schön. Uns geht's gut. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Platz mehr, um irgendwie das Fleisch da reinzumachen, ne? Leute, wir brauchen unbedingt viel mehr Schränke. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Für das ganze Essen und Trinken und Dosen und hast du nicht gesehen? Ich weiß es nicht genau. Hier die Small Container, Medium Container, Medium Container, Large Container. Could store many items and could prevent thieving well. Vielleicht sollten wir mal von denen welche bauen dann. Die sind natürlich auch teurer. Aber, wenn der natürlich mehr Items hält. Wie viel Platz hat denn so ein Schrank? 15. Ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwie vielleicht sogar 30 Plätze hat. Pass auf, wo ist denn der Zahnrad? Die Frage ist, brauchten wir das Zahnrad nicht noch für was anderes? Ich wollte eigentlich mal so eine Repair-Station bauen, ne? Genau. Da braucht man nämlich auch Eisen für. Hat die Blacksmith auch Zahnräder gebraucht? Nein. Warte mal. Das sind jetzt 1. Muss mal hier durchgucken. Ob wir noch irgendwo so ein Zahnrad haben. Nein, aber ich glaube, wir können hier eins herstellen, ne? Irgendwo konnte man noch ein Zahnrad machen. War das in der Schmiede? Ich glaube, in der Schmiede konnten wir ein Zahnrad herstellen. Genau. So, jetzt haben wir 2 von den Dingern. Jetzt sagen wir, wollen uns so ein Ding hier hinstellen. Brauchen wir noch 8 Scrap Metal und 8 Komponenten. Okay. So, was habe ich jetzt noch alles in der Tasche? Nur die Kohle und das Eisenzeug da. So, das passt schon mal so da rein. Die Kohle kommt ja hier hin. Sehr gut. Heißt, wir müssten eigentlich Metall suchen gehen. Ich speichere jetzt mal ab. Wir haben ja ansonsten alles, ne? Uns geht's gut. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Wir haben 2 Benzinkanister in der Tasche.
Davon würde ich mal den einen hier, weil der sowieso leer ist, den würde ich mal dahin machen. Und wir haben 3 Schuss. Das ist jetzt nicht gerade viel. Pass auf, wir machen schon mal, ich nehme mal, ich hatte eben hier noch irgendwo Munition gesehen, Moment. Rifle Ammo. Wie weit ist eigentlich das Leder? 100%. Animal Hide. Okay. Mach doch mal. Das ist auch Animal Hide. Aber die ist noch roh, ne? Genau, dann hängen wir die noch da dran. So. Und dann schmeißen wir die andere hier hin. Und dann gucken wir mal gerade hier. Sekunde, warte mal. Das ist Rifle Ammo. Das ist 762. Das ist 9 mm. Ich nehme mal die Rifle Ammo mit. Und ich nehme mir mal M4A1 oder die M4. So, wenn ich das jetzt wüsste, nehmen wir die M4 mit. So, die Crowbar packen wir auch ein. Und was wir mal mitnehmen, sind diese Lockpicks. Die nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir 20 Schuss für die hier. Ich frage mich gerade, ob ich diesen DSG-Suppressor hier draufschrauben kann. Aber das hatten wir auch hier mit dem Teil, ne? Dass wir nicht wussten. Haben wir ja noch eine M4. Wo ist denn das Ding? Das da. Ne, das ist ein Aiming Laser. Wo ist denn das Ding hin? Der DSG Suppressor, habe ich den hier hingeschmissen irgendwo? Hallo? Oder ich habe ihn übersehen. Da ist er doch. So. Weil wir haben ja hier Equipment, Gears, nein, Key Items, Modify. Weapon Modify. Also da muss ich die aus der Hand legen, die Waffe. So. Wenn ich hier sage, Modify. Drop Item here. M4 Rifle. Grip Part. Damage Part. Ich will gerne den Aiming Laser da drauf machen. Oder das Ding. Aber das geht nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Naja, wir werden es noch irgendwie rausbekommen. So, und dann würde ich sagen, jetzt heute dann mal endlich, wir speichern hier ab. Geht's auf zum Banditenlager. Ich glaube, da könnten wir hier hinten die Straße nehmen, dann müssten wir da genau rauskommen. Ach, und wir könnten mal hier hin.
Hier ist doch diese komische Zika-Farm. Ah, das machen wir ein andermal. Ich fahre noch zu den Banditen hin und dann schauen wir da mal noch. Schauen wir da mal, was die Kollegen da so treiben. So, hier kommt irgendwann mal eine Stadt hin. Irgendwann spawnt hier eine Stadt. Oh, wir haben schon wieder abgehoben, ey. Das ist echt gefährlich mit der Karre. Da oben ein Haus. So. Da hinten kommt schon die Baustelle. Wir sind jetzt hier. Ach, da sind wir hier. Nee. Wir sind jetzt hier runtergefahren. Oh, wer will ich denn bescheuert? Wir sind jetzt hier. Wenn ich jetzt die Straße runterfahre, kommt die Baustelle auf der rechten Seite. Das kann aber nicht sein. Das wäre ja hier. Ich blick die Karte hier gerade nicht mehr. Also jetzt erklär mir das mal. Pass mal auf. Also nochmal. Wir sind gerade von hier gekommen. Richtig? Wir sind so gekommen. Wir kommen so auf diese Kreuzung. Wenn ich jetzt rechts fahre und die Straße ist links, die Baustelle aber rechts, dann wäre das ja... Ne, wir sind von... Ne, doch. Wir sind von hier gekommen. Und das ist die Kreuzung, an der wir stehen. Wenn ich jetzt nach rechts fahre, wie kann denn dann die Baustelle mit der Construction Site links von der Straße sein, wenn sie von hier aus rechts ist? Ja, ist das doch richtig, das hier. Okay, das hat dann nur so getäuscht. Oh! Oh! Was ist das? Was ist das? Das sieht gefährlich aus. Uiuiuiuiuiui. Das sieht gefährlich aus. Allerdings gehe ich da heute nicht mehr rein. Also wir können da nächste Folge mal gerne reinschauen. Das machen wir auch. Aber das spare ich mir jetzt. Gut, dann verabschiede ich mich hier von euch und bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Bis denn und tschüss.